Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fernbus Simulator Busbord Fair System Sound Design. Heute treten wir die Heimreise an von Berlin nach München und ich würde sagen, wir starten mit dem Boarden. Zuvor muss ich aber noch die Gepäckluke öffnen, die befindet sich an diesem Bus hier hinten. So, das haben wir. Dann können wir soweit mit dem Boarden anfangen, würde ich sagen. Fangen wir mal mit diesem Herren hier an. Hi, Sie wollen cool. München. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, Leipzig stimmt auch. Guten Tag. Anheim? Nee, das stimmt leider nicht. Tut mir leid. Hello? München stimmt. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Aber nicht nach Osnabrück. Tut mir leid. So, dann haben wir diesen Herren hier. Mahlzeit. Hier ist Darmstadt ist auch nicht richtig. Ihr seid heute aber falsch. Viele falsch heute. Diesen hier? Kein Problem. Ich komme schon. Achso, der ist schon. Genau, die Frau wollte ich. So. Fahren Sie cool. Leipzig stimmt. Hallo, bitte sehr. Danke. München stimmt. Hallo, fahren Sie in mein. Ups. Nein, Heidelberg stimmt auch nicht. Hallo, das Ticket. Cool. Leipzig. Er hier. Das Ticket. Leipzig stimmt. Moin. München. Hi. Cool. München. Servus. Ciao. Leipzig stimmt. Hallo. Das geht. München stimmt. Haben wir sie dann alle? Ja, 1, 2, 3, 4, die nicht mitfahren können, weil aufgrund des falschen Tickets. So, dann schließen wir die Luke hier wieder. Steigen in den Bus. Und spielen hier erstmal jetzt kommt nämlich vom Busbot die aktuelle Ansage, und zwar die Begrüßung des Busfahrers. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Schmidt und ich begrüße Sie im Namen unserer Busgesellschaft herzlich an Bord unserer Expressbuslinie 600 auf dem Weg von Berlin nach München über Leipzig. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass laut Boardingplan alle Passagiere sich bereits an Bord befinden und wir in Kürze unsere Fahrt beginnen werden. Während der Fahrt werden wir auch eine kurze Rastpause von 20 Minuten einlegen, in der Sie kostenlos Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränke genießen können. Weitere Informationen erhalten Sie durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bei Fragen stehe ich Ihnen während der Zwischenhalte gerne zur Verfügung. Lehnen Sie sich jetzt bitte zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good day, ladies and gentlemen. My name is Michael Schmidt, and on behalf of our bus company, I warmly welcome you aboard our express bus line 600 from Berlin to Munich via Leipzig. I'm pleased to announce that, according to the boarding plan, all passengers are already on board and will be starting our journey shortly. During the trip, we will also be making a short rest stop of 20 minutes, during which you can enjoy complimentary coffee, tea or refreshments. Further information will be provided through our automated announcements on the bus. If you have any questions, I will be happy to assist you during the intermediate stops. Please sit back and enjoy our journey together. Thank you for your attention. So, ich würde sagen, dann können wir losfahren. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Expressbuslinie 600 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach München Zentraler Omnibusbahnhof mit Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Michael Schmidt ist heute der Fahrer auf dieser Fahrt.
Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Leipzig Hauptbahnhof. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the express bus line 600, traveling from Berlin Central Bus Station to Munich Central Bus Station with a stopover in Leipzig Central Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seatbelts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Michael Schmidt is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Leipzig Main Station. Ja, ihr habt es gehört, wie unsere Fahrt heute verlaufen wird. Und die Ansagen sind genau auf diese Fahrten zugeschnitten. Das ist genau das, was Fair System ausmacht. Dieses absolute, ja, on top sein, genau auf den, auf die Fahrt abgeschnittene oder zugeschnittene Ansagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es immer mehr. Und wie gesagt, wir fahren heute die Rückfahrt von München nach, von Berlin nach München. Mit Halt oder Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof. Und eine Rastpause auf der A9 Eroldswind. Aber wie gesagt, erstmal fahren wir jetzt nach Leipzig. Und ich hoffe, es wird eine ruhige Fahrt. Ohne irgendwelche nennenswerte Zwischenfälle. Auch wenn das Wetter jetzt nicht so gut danach aussieht. Aber warten wir es einfach mal ab. Genießen die Fahrt. Ich hoffe, ihr genießt die Fahrt. Genießt das Video. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei. Und ja. Genießen wir es einfach. Schauen wir mal, wie sich der KI heute benimmt. So, fahren wir mal rechts rüber. Und wie gesagt, es wurde ja schon bekannt gegeben, dass der Busbot demnächst veröffentlicht wird. Er ist in der finalen Entwicklungsphase, sodass er dann auch bald auf den Markt gehen kann oder an den Markt gehen kann und ihr euch ihn dann auch euch erwerben könnt. Wie das Ganze funktioniert, sage ich euch dann, sobald das Ganze veröffentlicht wurde. Jetzt müssen wir hier runter. So. Dann werde ich euch Stück für Stück das Ganze erklären in einem gesonderten Infovideo, wie der Bus fort funktioniert und wie das mit den Ansagen funktioniert und. Wenn ihr da irgendwelche Fragen dann habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich stehe euch dann gerne zur Hilfe. Oder stehe ich dann gerne zur Seite, sagen wir mal so. So, sind wir auf der A2. So, bleibst du jetzt drüben? Ja, wahrscheinlich. Holen wir mal den LKW. Wobei, ja komm, überholen wir noch und dann müssen wir gleich rechts rüber. Nehme ich hier runter. Ah, das war falscher Knopf. Also das ist wirklich wieder so von dem Entwickler, weiß ich nicht, wenn man zu fest auf den dicken Knopf drückt, zum Beispiel wenn man jetzt mit Gamepad spielt, dann gibt es ja diesen linken Joystick, diesen linken Stick. Und wenn man da zu fest drauf drückt, dann blendet sich das Bild aus und man steht. Also da braucht man echt Fingerspitzengefühl, dass man da nicht allzu schnell, allzu fest drauf drückt. Ihr habt es gesehen, was da passiert. So, fahren wir rechts runter.
Machen wir hier mal ein bisschen gemächlicher runter, weil, wie gesagt, die Ausfahrten sind nicht gerade breit. Ich habe ja so einen breiten Bus, Doppeldecker. Ich bin diesmal genommen. Statt du mich vorbeilässt. Naja, Taxi halt. Der lässt mich auch nicht vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Da fängt schon wieder gut an mit dem KI. So, haben noch 150 Kilometer bis Leipzig. So, was ist da jetzt Sache? So, sind wir auf der A9, wo wir dann später noch die Pause machen werden. Aber wie gesagt, das alles erst später. Wir holen hier mal den LKW. So, und ihr werdet natürlich noch weitere Touren sehen, bis das Ganze veröffentlicht wurde. Über die nächste Tour schweige ich mich noch ein wenig aus. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. Das ganze Bus oder der ganze Busbord wurde jetzt auch verbessert. Also zum Beispiel, wenn ihr euch einmal eingeloggt habt mit eurem, mit eurer E-Mail-Adresse und Passwort, dann bleibt das da stehen. Also ihr müsst euch da nicht wieder einloggen. Ihr könnt, die Daten bleiben dann quasi dort stehen. Ihr braucht dann nur noch auf Einloggen klicken und dann werdet ihr automatisch eingeloggt. Also ihr müsst dann nicht jedes Mal die Adresse, die E-Mail-Adresse und den das Passwort neu eingeben. Das ist auch schon mal zur Verbesserung und zur Erleichterung, finde ich. Bald wird ja auch der neue Shop veröffentlicht, der ganz neue Launcher. Aber ich kann euch ja mal ganz kurz, wenn wir gleich den LKW überholt haben, den Bus zeigen. Wie der von hinten aussieht, wie der überhaupt aussieht. Wunderschöner Bus, muss man wirklich sagen. Schöner Doppeldecker. Richtig, richtig schön. War eine ganz andere Perspektive, finde ich. So, da kommt jetzt eine Baustelle. Wenn wir mal direkt langsamer. Ist eh nur 80. Ihr seht's. Wobei, ich bleib bei 60. Ich bin so lang und breit und das ist gar nicht so einfach, hier in der Spur zu bleiben. So, fahren wir mal mit schönem Tempomat. 68. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt.
So, dann steigen wir mal wieder ein, würde ich sagen. Blinker weg. So. Ihr seht, wie eng das da in der Baustelle ist. Also mit 80 kann ich da nicht lang fahren. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte, aber ich fahre da nicht mit 80 lang. Ist einfach zu eng, finde ich. So, wir sollten mal links fahren. Lässt ihr mich jetzt durch? Natürlich nicht. Fahr doch auf die andere Spur, Mann. Bleiben wir halt rechts. So, das Wetter scheint sich dann doch schon wieder zu verbessern. Das ist nicht mehr ganz so diesig. Die Sonne kommt, glaube ich, raus. Na, immerhin. Was fährt denn da vorne für ein flaches Auto? Was ist das? Vor mir. Seht ihr das? Ich kann das noch nicht erkennen. Will auch nicht zu dicht drauf fahren. Sieht aus wie ein Sportwagen. Aber ich kann mir noch nicht ganz genau sagen, welcher. Oder, nee, ist ein Mercedes, ne? Oder was ist das? Wisst ihr, was das ist? Das ist hier nicht lizenziert. Also der Original-Markennamen wird da nicht stehen, aber... Ja, du hast doch nicht mehr alle am Lattenzaun, ey. Warum fällt der mir denn rein? Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Der sieht genau, dass ich rüberwechsle, dass ich praktisch schon auf der Spur bin. Nein, er fällt mir trotzdem in die Karre. Ach, es ist wirklich... Naja, es sind noch 59 Kilometer bis Leipzig. Dann haben wir das erste Etappenziel erreicht, würde ich sagen. Ja, guck dir mal den Kollegen an, der mir gerade in die Karre gefahren ist, ihr Spezialisten hier. Weil ihr fahrt ja auch noch zu Ziel rum, ne? So, Leipzig weiter geradeaus, können wir mal links fahren. Aber so weit links wollte ich dann auch nicht. So, Erfurt, Leipzig, München, ihr seht's. Leipzig, Erfurt, München. So, Leipzig kommt ja zuerst. Dann Erfurt, dann München. So, Gefahrguttransporter, ihr seht's. Hat er seine roten und orangenen Schilder am Auflieger ran. Aber Gefahrgut-LKW-Transporter ist es nun wirklich nicht. Gefahrgut-LKW, so. So, jetzt links, rechts ab. Links wollte ich schon sagen. Links wäre schlecht. So, quer über die Autobahn, durch die Leitplanke. Das lassen wir mal lieber. So, schmeißen wir schon mal den Blinker an. Dann fahren wir hier rechts ab. Schon mal leicht in die Bremse hier. Hier nicht zu schnell sind in der Ausfahrt. Aus. So, was machen wir jetzt? Genau. Begrüßung Leipzig oder Ankunft Leipzig. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Leipzig Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Leipzig einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise.
Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt im Leipzig Hauptbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Leipzig Main Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers, and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Leipzig or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Leipzig Main Station will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, das wäre jetzt die Ansage, die ihr immer dann abspielen solltet, sobald ihr die Autobahn verlassen habt. Weil ihr ja, wie ihr gehört habt, die Ansage einige Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ihr dann zu nah an der Station schon seid, also am nächsten Haltepunkt, dann habt ihr einfach nicht mehr die Zeit, die Ansage vernünftig abspielen zu lassen. Und ja, das wäre dann blöd, wenn ihr schon an der Haltestelle steht und die Ansage läuft noch. Deswegen macht das, sobald ihr die Autobahn verlassen habt, spielt die Ansage ab. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist jetzt so mein Tipp. So. Na komm schon. So, 4 Kilometer noch, dann sind wir schon am Hauptbahnhof. Ah! Kommt der denn so schnell her? Muss ich natürlich sehen, dass ich irgendwie rechts rüberkomme. Machen wir das so. Es ist nicht ganz hasenrein, aber anders brauche ich es. Fahren die mir sonst nur wieder in die Karre rein. So. So, fahren wir hier noch rechts und dann sind wir schon an der Haltestelle. So, da warten schon die nächsten Fahrgäste, die nach München möchten. Nehmen wir natürlich mit. So. Dann würde ich sagen, boarden wir. Als allererstes müssen wir natürlich die Luke öffnen hier. Und dann können wir die nächsten Fahrgäste einboarden, würde ich sagen, oder einchecken. So, fangen wir mit diesem Herren hier mal an. Hallo. Auf geht's. Nach München, aber bitte. Guten Tag. Sie auf geht's. München. Dann nehmen wir die beiden, machen wir hier weiter. Die möchte gar nicht. Die auch nicht. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Nach München, ja. So, die beiden wollen gar nicht. Der Herr, die beiden auch nicht. Dann nehmen wir die noch mit. Danke. München, die beiden haben keinen Teil über sich. Die auch nicht. Salut. München, er möchte noch mit. München. So, haben wir sie dann alle? Geh in den Bus. Ja, das sieht gut aus. Also die möchten alle nicht. Das seht ihr immer ganz gut daran. Wenn die oben drüber so ein Zeichen haben, dann möchten die gerne angesprochen werden und mitgenommen werden im besten Falle. Außer die haben ein falsches Ticket.
Aber die alle haben ja nichts über sich, also die stehen nur da so rum und wollen gar nicht mitfahren. Und jetzt steht ja auch G in dem Bus, das heißt, wir sind fertig mit Borden. Schließen hier die Klappe und steigen in den Bus. Und dann können wir auch schon weiterfahren. Bevor wir das tun, drücke ich immer persönlich auf die 0, weil jetzt kommt nämlich die nächste aktuelle Ansage: Begrüßung Leipzig. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Schmidt und ich begrüße Sie im Namen unserer Busgesellschaft herzlich an Bord unserer Expressbuslinie 600 auf dem Weg von Berlin nach München. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass laut Boardingplan alle Passagiere sich bereits an Bord befinden und wir in Kürze unsere Fahrt beginnen werden. Während der Fahrt werden wir auch eine kurze Rastpause von 20 Minuten einlegen, in der Sie kostenlos Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränke genießen können. Sehr geehrte Fahrgäste, möchte ich Sie noch kurz über die aktuelle Verkehrslage informieren? Laut der Verkehrsleit-App war die A9 vor München aufgrund eines Verkehrsunfalls voll gesperrt und der damit verbundene Stau beträgt derzeit 20 Kilometer. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Vollsperrung bereits aufgehoben wurde. Ich hoffe, dass der Stau bis zu unserer Ankunft aufgelöst sein wird, sodass wir ohne Verzögerung in München ankommen können. Während der Fahrt werde ich Sie über die aktuelle Verkehrslage auf den Laufenden halten. Weitere Informationen erhalten Sie durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bei Fragen stehe ich Ihnen während der Zwischenhalte gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen weiterhin von hier vorne eine angenehme und komfortable Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good day, ladies and gentlemen. My name is Michael Schmidt, and on behalf of our bus company, I warmly welcome you aboard our Express Bus Line 600 from Berlin to Munich. I'm pleased to announce that according to the boarding plan, all passengers are already on board and will be starting our journey shortly. During the trip, we will also be making a short rest stop of 20 minutes, during which you can enjoy complimentary coffee, tea or refreshments. Dear passengers, I would like to briefly update you on the current traffic situation. According to the traffic management app, the A9 before Munich was fully closed due to a traffic accident, and the resulting traffic jam is currently 20 kilometers long. The good news is that the full closure has already been lifted. I hope that the traffic jam will be resolved by the time we arrive, so that we can arrive in Munich without any delays. During the journey, I will keep you informed about the current traffic situation. Further information will be provided through our automated announcements on the bus. If you have any questions, I will be happy to assist you during the intermediate stops. I wish you a pleasant and comfortable ride from up here. Thank you for your attention. Das war die Ansage. Wir haben vielleicht noch mit Stau zu rechnen vor München. Aber das alles zu seiner Sehr Zeit. Wir fahren geehrte dann einfach Damen mal und los. Herren, im Namen unserer Busgesellschaft wollen wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Expressbuslinie 600 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach München Zentraler Omnibusbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Michael Schmidt ist heute der Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist München Zentraler Omnibusbahnhof. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to warmly welcome all passengers who have boarded the Express Bus Line 600.
traveling from Berlin Central Bus Station to Munich Central Bus Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Full Tamil, all passengers are required to wear seatbelts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Michael Schmidt is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Munich Central Bus Station. Ja, aber vorher machen wir natürlich noch unsere Rastpause auf der A9 Heroldswind. Und das ist jetzt das nächste Ziel, was wir ansteuern werden. So, aber als erstes müssen wir natürlich mal auf die Autobahn drauf kommen. Das müssen wir natürlich rechts rüber. So, dann fahrt alle mal. Vorbei lässt mich sowieso keiner. Jetzt aber. Da müssen wir halt noch mal ein bisschen warten. Rote Ampeln sind rote Ampeln. Müsste jetzt soweit sofort wieder weitergehen. Na komm schon. Geht doch. So, was ist denn jetzt da Phase? Die Polizei steht mitten auf der Kreuzung. Was ist denn jetzt hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch falsch, was ihr macht. Ihr hättet da an der Ampel warten müssen und hier nicht die Kreuzung dicht machen. Also ich glaube, ich träume. Die Staatsgewalt. Hier geht überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Die haben sich festgefahren. Ja. Hallo, ich habe einen Fahrplan. Hier geht nichts mehr. So, die fahren. Weil ich fahre, können die fahren. Aber das nützt mir nichts. Vielleicht. Ich muss hier in eine Gegenspur oder was? Ich geb's nicht. Ich fahr nicht. Sowas auch noch nicht erlebt. Ich würde ja gern, aber. Ich gleich jemand kaputt. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Warte mal. Ich muss über den Bürgersteig. Ich komme hier anders gar nicht mehr weg. Ist ja Wahnsinn hier. Totales Verkehrschaos. Das ist der totale Wahnsinn. Das gibt's nicht. Das habe ich noch nie erlebt.
Vor mir ist nichts. Ich will jetzt mal ein bisschen komisch fahren hier, aber geht ja gar nicht anders. Hier geht ja gar nichts mehr. Gar nichts. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Selbst die Polizei macht die komplette Kreuzung dicht. Ihr habt es gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Wirklich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Fahren wir jetzt noch drüber. Vorne steht wahrscheinlich eine Blitze. Ne, doch nicht. Ist ja Wahnsinn, ey. Ehrlich, also. Hammerhart, ey. Wirklich. Die Polizei steht da mittendrin in der Schlange, statt die mal irgendwas da regeln. Nein. Die machen selber die Kreuzung dicht und stehen da und warten, dass sich irgendwas auflöst. Da hat sich überhaupt nichts aufgelöst. Höchstens die Nerven der wartenden Autofahrer da. Das gibt's doch einfach gar nicht. Das ist der pure Wahnsinn. Dass ich da unbeschadet durchgekommen bin, ohne irgendwo dran zu fahren, ey, das ist auch schon ein kleines Wunder. Aber ich habe es geschafft, ohne irgendwo anzuecken, ohne irgendwas kaputt zu fahren. Da klopfe ich mir schon selber ein bisschen auf die Schulter. Wahnsinn. So, jetzt fahren wir links auf die Autobahn. Weil die Ampel grün ist. Dann machen wir es so. So, A9 Richtung München. Wunderbar. Dann machen wir mal den Tempomat an und lassen gehen. Dann schauen wir jetzt auf die Parkplätze, die so kommen. Für den Parkplatz Heroldswind nicht verpassen. So, machen wir mal kurz den Prozess hier.
So. Ach, da vorne haben wir schon wieder was zu überholen. So, freie Fahrt. So soll es sein. Das Wetter wird auch immer besser, immer sonniger. So soll es sein. Je näher wir dem Süden kommen, zumindest dem Süden der Republik, vom Osten in den Süden, bin ich mal gespannt, ob wir den Stau noch erleben werden, kurz vor München, oder ob der sich bis dahin aufgelöst hat. Wir werden es erleben. Ihr werdet es erleben. Auf dieser Fahrt von Berlin nach München über Leipzig Hauptbahnhof, den wir bereits abgefrühstückt haben. Als nächstes erwartet uns die Rastpause auf der A9 bei Heroldswind. Das wäre jetzt auch die nächste aktuelle Ansage auf dem Busboard. Rastpause Heroldswind A9. Logischerweise werden wir jetzt eine Zeit lang die Autobahn nicht wechseln, aber ich glaube, das ist, versteht sich von selber. Oh, hier ist 80. Um Gottes Willen. Wollen wir die auch mal fahren, wa? Wollen ja auf keinen Fall geblitzt werden, das muss nicht sein. Kostet nur teuer Geld. So. So, da vorne ist wieder Geschwindigkeitsbeschränkung 100 und 80. Ach, da sind wir ja eh, also machen wir nichts verkehrt. 60 sogar. 60. Ja, da haltet ihr euch alle nicht dran, ne? Zählt für euch nicht, ist für euch alles nur eine Empfehlung, ne? Ich verstehe es nicht. Aber das ist ja nichts Neues, das ist ja in der Realität auch so. Da kennen die nichts. Steht dick und fett 60 und keine. Na, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist wirklich absolute Hammer. So, da kommt, überholt mich ein Kollege. Auch du hast da überhaupt nichts für über, ne? Hier ist 60, Kollegen. So, ich muss mal rüber. Ja, was soll ich denn? Ja, weil es Idioten gibt, die mir eine Karre fahren. So, unser Parkplatz, A9, Heroldswind, da machen wir jetzt unsere Rastpause. Und dann begucke ich mir mal die Schäden, die der Typ mir da gerade verursacht hat. So, müsste jetzt auch gleich kommen, da vorne sind die 60 aufgehoben. So, mach's gut, Kollege. Gute Fahrt noch. Ich mache hier meine Rastpause. Muss nämlich mal für kleine Jungs. Aber das nur am Rande. So. Kleiner Tipp noch von mir. Fahrt die Strecke vorher ab. Damit ihr genau wisst, wo welcher Parkplatz ist. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil... wie schnell hat man das übersehen und dann passt euer Busboard überhaupt nicht mehr dazu für den Parkplatz, weil ihr den einfach dann schon verpasst habt. Deswegen meine Empfehlung, fahrt die Strecke vorher ab. Ist auf jeden Fall sinnvoll. So.
Dann machen wir jetzt mal den Motor aus, drehen uns um, öffnen die Türen. Und dann würde ich sagen, spielen wir die nächste aktuelle Ansage ab, und zwar Rastpause Heroldswind A9. Sehr geehrte Damen und Herren, wie angekündigt, werden wir jetzt eine 20-minütige Rastpause einlegen. Ich lade Sie herzlich ein, unseren Service mit einem köstlichen Kaffee, Tee oder Erfrischungsgetränk zu genießen, das selbstverständlich für Sie kostenlos ist. Wenn Sie den Bus verlassen sollten, bitte ich Sie, rechtzeitig zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Bei eventuellen Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear ladies and gentlemen, as announced, we will now take a 20-minute break. I would like to invite you to enjoy our service with a delicious coffee, tea or refreshing beverage, which is of course free of charge. If you leave the bus, please make sure to return in a timely manner so that we can continue our journey on schedule. If you have any questions, please do not hesitate to ask me. Thank you for your attention. Ja, dann würde ich sagen, ich verlasse den Bus, weil ich muss, wie gesagt, für kleine Jungs, gehe da vorne auf Toilette. Und in der Zeit drücken wir die Escape-Taste. Und dann seht ihr dieses Menü, was hier aufgeploppt ist. Und dann seht ihr, was wir bereits abgefrühstückt haben. Berlin, Zopp, Leipzig Hauptbahnhof ist abgefrühstückt. Und jetzt haben wir unsere Pause hier von 15 Minuten abzufrühstücken. Und wenn ihr dann rasten wollt, ganz, ganz wichtig, drückt hier mit der Maus auf Rasten, weil sonst zählt die Pause nicht. So, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, auf Rasten drücken, damit die Pause auch zählt. So. Damit ist die Pause vollzogen. Ich habe meine Bedürfnisse erledigt und steige jetzt hier wieder in unseren schönen Bus ein. Ihr seht ihn in voller Pracht, ein richtig schöner Bus. Wir wollen keine Zeit verlieren, steigen wieder ein. Stelle mich hier wieder zu meinen Fahrgästen und die nächste aktuelle Ansage auf dem Busbord wäre jetzt Ende der Rastpause, die ich jetzt abspiele. Mit durchdrückte Taste 0. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Pause gehabt. Momentan warten wir noch auf einen Fahrgast, bevor wir unsere Fahrt fortsetzen können. Zu Ihrer Information gibt es eine erfreuliche Nachricht. Der vor uns liegende Stau hat sich aufgelöst. Somit werden wir wie ohne Verspätung in München ankommen. Ich wünsche Ihnen von hier vorne weiterhin eine angenehme und komfortable Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear passengers, I hope you had a pleasant break. Currently we are still waiting for one more passenger before we can continue our journey. I also have some good news for you. So far the trip has been without any incidents and we're on schedule without any delays. If everything continues to run smoothly, we should arrive in Munich on time. I wish you a pleasant and comfortable journey from here on. Thank you for your attention. So, das war's da mit der Pause. Dann gehe ich nochmal schnell raus, mache hier noch ein kleines hübsches Foto von unserem Bus. So, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, setzen wir unsere Fahrt fort. Nächste aktuelle Ansage wäre jetzt Ankunft München, da sind wir aber noch lange nicht. Haben wir noch ein bisschen vor uns. So, ich würde sagen, weiter geht's, unsere wilde Fahrt. So, 342 Kilometer haben wir dann noch vor uns bis München. Machen jetzt mal den Tempomat an. Und dann ziehen wir uns hier so ein bisschen nach unten auf der A9. Fahren ja jetzt nach unten in den Süden. So, wir dürfen 100, dann wollen wir auch 100 fahren. Wow, da wird die Kurve aber eng. Da habe ich jetzt lieber ausgeblendet, bevor ich da in die Leitplanke krache. Da war ich ein bisschen schnell. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die Kurve so eng wird. Wahnsinn.
Da hätten sie die, die Stelle aber auch entschärfen müssen. Also so mit 80, 70, 80. Und nicht 100. Jedenfalls meine Meinung. 100 ist definitiv zu schnell dafür. Wieso fahren wir den jetzt? Hä? Was hat der Bus... Was hat das Spiel gemacht? Warum hat er mich auf die andere Seite gesetzt? Was soll der Blödsinn? Aber das liegt wirklich... Das liegt am Spiel. Das liegt nicht an mir oder an der, an Fair-System. Das liegt wirklich am Spiel. Warum der mich jetzt genau auf die andere Seite gesetzt hat, kann ich euch nicht sagen. Kann ich nichts für. Tut mir leid, aber das liegt nicht in meiner Macht. Das ist doch jetzt wirklich so ein Blödsinn. Es ist doch totaler Blödsinn. Entschuldigung. Also das müssen sie anders lösen bei dem Spiel. Entschuldigung, aber das, da kann ich auch nichts für. So, jetzt können wir hier nur runterfahren und einmal drehen. Das ist doch totaler Blödsinn. Naja, man kann nichts ändern. Fahren wir da wieder runter, dann fahren wir wieder auf A9. Was ein Blödsinn. So, da sind wir wieder auf der richtigen Autobahn. Du wartest. Ja, du hast sie doch nicht mehr alle. Sag mal, spinnst du eigentlich? Das gibt's doch gar nicht. Ey, Kollege. Alter. Gibt's doch nicht. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ja, dann frag doch mal den Kollegen hier, nicht mich. Ich glaube, ich spinne, du. Habt ihr das gesehen? Ich hatte doch, ich hatte hundertprozentig Vorfahrt. Was geht denn hier ab eigentlich, ja? Hat er mich jetzt schon wieder auf die falsche Autobahn gesetzt? Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Macht keinen Spaß, ey, ganz ehrlich.
Das ist doch ein Blödsinn, ganz ehrlich. Das macht doch keinen Spaß. Halt, nimmt jeden Spielspaß, ehrlich. Die fahren mir hier die Karre kaputt, nehmen mir die Vorfahrt, alles Mögliche und ich werde dafür bestraft. Das gibt's doch gar nicht. Nach normaler Logik hätte ich Vorfahrt gehabt. Ich war auf der Vorfahrtsspur. Nein, der fällt mir voll in die Karre. Bin ich jetzt doch richtig? Ne, ich bin doch richtig. Okay, ich nehme alles zurück. Da war ja die enge Kurve. Okay, sorry. Sah nur so aus, weil da eine Doppelspur war. Ja, bin doch richtig, alles gut. Aber trotzdem. Dass die mir so in die Karre düsen, das ist doch nicht normal, ey. Ich hatte... Ich reg mich nicht mehr auf. Es bringt nichts. Da fahre ich ganz normal da auf der Spur, weil ich Vorfahrt habe. Der muss ja warten, weil der sich ja auf die Spur einfädeln will. Hat der eigentlich Wartepflicht? Nein, was macht der? Fährt mir voll in die Seite und dann drückt er mich auf der Autobahn auch noch da weg auf die andere Mittelspur. Dann kommt von da einer. Das ist echt der Hammer, ey. Das ist der pure Hammer, ehrlich. Sowas noch nicht erlebt. Das ist der totale Wahnsinn. Also es ist wirklich, es ist absolut real, das Spiel. Ihr seht es ja selber, ne? Weil in der Realität gehen die auch teilweise so miteinander um. Das ist der pure Wahnsinn. Absolut, ey. Ich habe jetzt nachher die ganzen Minuspunkte wieder auf Auswertung. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Dann fahr doch mit dem Taxi nach München. Gucken, wie teuer das wird. So, mal gucken. Bleiben die jetzt rechts oder fahren die auch mir vor die Schnauze? Aha, okay. Der gibt schon mal Gas. Was ist mit dem da hinten rechts? Der überholt mich auch. Dann fahren wir jetzt auch mal lieber rechts. Bevor noch von hinten einer ankommt und mir in die Karre fährt. Echt Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Ich bleib jetzt auf meiner Mittelspur. Ich bin schon fast am Schwitzen vor meinem ganzen Aufregen. Wahnsinn, ehrlich. Das ist aber auch... das riecht einen auch auf. Wenn man einfach nichts dafür kann und trotzdem fahren die einen in die Karre und... Man selber wird dafür am Ende bestraft. Das ist der Scheiß. So, da fährt wieder ein Kollege von uns. Pass auf hier. Hier ist der Wahnsinn auf der Autobahn. Pass bloß auf.
So, 270 Kilometer noch. Wenn wir die noch unbeschadet bis nach München schaffen, ich hoffe es. Ich hoffe es einfach nur. So, was gibt's da wieder für Ankündigungen? Das ist ein Tunnel, das ist bestimmt jetzt 80. 120, 100, dann 80. Interessiert euch alle gar nicht, ne? Ist alles nur eine Empfehlung. Alter, hier ist 80, 70 sogar nur. So, jetzt ist wieder 100. So, Tempomat. Man könnte natürlich auch optional hier die Verkehrsdichte runternehmen, also 50%, 30% und so weiter. Aber ich finde, das ist ja dann irgendwie unreal, weil auf der Autobahn gibt es immer mal Tage, wo viel los ist. Und da muss man sich ja auch zurechtfinden. Und ich habe deswegen auch 100% gelassen, weil das ist einfach real. Es ist auf der Autobahn, herrscht nun mal zum Teil viel Verkehr. Jedenfalls meine Meinung. Ihr könnt das natürlich selber handhaben, wie ihr wollt. So, 60. Habt ihr das gesehen? Der kommt da von rechts hinten angerauscht, obwohl hier 60 ist. Das gibt's einfach gar nicht. Rechts überholen ist sowieso verboten, aber das nur mal am Rande. Hoffentlich werden die alle geblitzt. Dann seid ihr 40 Stundenkilometer zu schnell oder wahrscheinlich noch schneller. Dann könnt ihr Lampen abgeben. Dann an, wie die hier fahren, ey, das ist der Hammer. So, schauen wir mal, wie lange wir noch 60 fahren müssen. Dann müsste gleich wieder aufgehoben sein. Noch ist es aber nicht aufgehoben. Hier können überall Blitzkisten stehen. Die sieht man teilweise gar nicht. Man merkt es dann nur, wenn es aber mal auf einmal rot wird. Selbst mein Kollege fährt zu schnell. Ich pack's nicht. Hallo, hier ist 60. Hast du keine Schilder lesen? Vielleicht ist das auch schon wieder aufgehoben, ich weiß es nicht. Da vorne ist es aufgehoben. Ja, da kommt jetzt so ein Schilderding, das ist aufgehoben.
70. Sogar amtlich angezeigt auf dem Navi. Aber das ist auch nur eine Empfehlung. So, wenn man das Spiel schon real spielen will, dann sollte man sich auch an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Jedenfalls meine Meinung. Weil im wahren Leben hält man sich ja auch daran. Also die meisten zumindest. Es gibt natürlich Ausnahmen, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Der könnte sich hier zum Beispiel daran halten. Ich fahre ja 73, er fährt bestimmt, wenn er 80 kommt, wenn der Stur 80 fährt, könnte das sogar passen jetzt von der Geschwindigkeit. So, wir dürfen 100. Machen wir hier mal wieder rechts. Unsere Mittelspur. Jetzt ist schon wieder 80. Rechts zu holen ist ganz out, Kollege. Ganz out. Zumal ihr 80 ist und ich fahre schon 82. Fällt dir was auf? Wird schon Fahrzeug abgeschleppt? Sehe ich auch zum ersten Mal so einen Schlepper in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja, und jetzt? Jetzt hängst du dahinter, ne? Ja, hast du jetzt davon. So, wir dürfen schon wieder 100. Dann wollen wir da drauf fahren. ADAC-Schlepper. Aha, wie schön. So, 158 Kilometer noch. Bis München! Aber wie der KI teilweise fährt, also Wahnsinn. Vollkommen aggressiv und ohne jegliche Verkehrsregel fahren die einen in die Karre und ach, ihr habt es ja selber gesehen. Also ich kann dazu nichts mehr sagen. Mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ach, jetzt haben wir noch eine Kontrolle. Ach Gott, alles auf einmal heute. Ach, egal. Dann müssen wir durch. Haben wir keine andere Chance.
Liebe Fahrgäste, aufgrund einer polizeilichen Verkehrskontrolle verzögert sich unsere Fahrt um ein paar Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. So, da können wir uns schön reinrollen lassen. Brauchen wir noch nicht mal bremsen, weil es blendet sowieso aus, sobald wir da reinfahren. Seht ihr? So, dann schauen wir mal, ob wir alles grün kriegen. Sieht danach aus. 10 von 12 sind nur angeschnallt. Ja, frohes Zahlen, sage ich dann noch. Das muss man wieder mit der Maus machen. So, können wir unsere Fahrt fortsetzen. So, dann sind es noch 110 Kilometer bis München. So langsam wird es auch Abend. Man sieht es an der Sonne, die so ein bisschen gewandert ist. Und man sieht die Berge schon. Das ist ja sehr schön. So, es wird das langsam bergiger hier. Das merkt man auch an der Autobahn. Seht's? So, da ist wieder eine Beschränkung. 130, 120, 100 würde ich sagen. Gut. Dürfen wir ja eh fahren. Oder schneller kommen wir ja eh nicht. Da sind wir auch schon fast in München. An unserer Zielhaltestelle. Tempomat rein. Ist einfach gemütlicher zu fahren. Oder einfacher. Werde mich hier wieder mal die ganzen Transporte holen.
So. Bin ich ja mal gespannt, wie lange wir noch auf der Autobahn fahren. Bis unsere Ausfahrt kommt. Schon wieder ein Schlepper. Zweite Mal schon. Wahnsinn. So, wenn wir ein bisschen langsamer hier, weil München gleich rechts abgeht. Oh, schaut mal! Da links die Allianz Arena. Ha, wie geil, dass die da eingebaut haben. Das ist ja mega geil. Schaut euch das an da. So, wir fahren hier runter. Die Allianz Arena vom FC Bayern München. Wie geil. Da möchte ich auch gerne mal eine Tour nach Gelsenkirchen haben. Ob man da wohl die Veltins-Arena sieht? Ich als Schalke würde mich da schon sehr freuen. So, 34 Kilometer haben wir aber noch. Das heißt, mit der Ansage können wir noch ein klein wenig Zeit lassen. Fahren wir jetzt auf jeden Fall hier erstmal rechts rum. Achten hier natürlich auf die Vorfahrt. So, da kommt einer. So, da können wir fahren, glaube ich, hoffe ich. So. Also finde ich geil, dass sie die Arena mit eingebaut haben. Das ist schon echt mega. So, würde sagen, könnte es jetzt eigentlich auch die aktuelle Ansage abspielen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle München Zentraler Omnibusbahnhof. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in München einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Dear ladies and gentlemen, we are now approaching our final destination, Munich Central Bus Station. We would like to bid farewell to all passengers here and hope that you have had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and ensure that you do not leave anything on the bus. It has been a pleasure to welcome you as our passengers, and we hope that you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay or a safe onward journey in Munich. Have a safe trip and goodbye. Ja, das war wieder eine wunderschöne Ansage. Wenn ich jetzt hier mal versuche.
Das Innenspiegel, aber er scheint keine Rolle zu haben. Nee. Der scheint keine Rolle zu haben. So, weiter in grün. Ah, das schaffen wir. MÜ. MÜ. Hat er da? Tatsächlich. TML Studios Erfurt. Genial. So, nächste rechts. Na komm schon. So, dann sind es noch 9 Kilometer. 8 sogar nur noch. Ah, nur da rum. Wir müssen jetzt hier links rum, okay. Links rum. Dann hier rum. Dann da hinten rum. Das ist unsere Haltestelle.
Sag ich doch die ganze Zeit. So, dann würde ich sagen, spielen wir die letzte Ansage ab, und zwar Verabschiedung Busfahrer. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme und komfortable Fahrt und konnten sich währenddessen etwas entspannen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich auch im Namen unserer Busgesellschaft freuen, Sie bald wieder an Bord als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Dear ladies and gentlemen, I too would like to bid you farewell at this point. I hope you had a pleasant and comfortable journey and were able to relax a bit during the trip. Wishing you a good evening and I, on behalf of our bus company, look forward to welcoming you back on board soon as our passengers. Saying goodbye and see you soon. Ja, so viel dazu. Dann steigen wir mal aus. Fahrgäste sind auch ausgestiegen. Machen wir mal die Klappe los. So, dann würde ich sagen, das sieht ja irgendwie geil aus. Jetzt so in der Licht der Sonne, oder? Mega. Das war's mit dieser Fahrt von Berlin nach München über Leipzig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Tour wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Fernbus-Simulator, Busbot, Fast System Sound Design. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es war ein wenig spektakulär, ein wenig witzig und ja, amüsant mit dem KI. Ihr kennt das. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst ein Abo da. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr süß von euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das. Haut rein. Ciao, servus und tschüss. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bye. Bye.